Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying. Carivendas Creepypasta. Carivenda Voyeur. Erster Teil. Wir müssen raus hier. Wir müssen rausgehen, um in Ruhe sterben zu können. Ohne dass wir die anderen anstecken. Das ist unsere Pflicht. Dann schwiegen sie wieder. Ihre Worte klangen so unwirklich. Sie würden jetzt sterben, dessen waren sie sich alle bewusst. Es gäbe keinen anderen Weg, keine andere Entscheidung, die sie hätten treffen können. Und das müsste ganz formell, ganz sittsam und geplant ablaufen, damit kein weiteres Menschenleben gefährdet werden würde. Clara spürte den Kontrollverlust in den Armen und Beinen, doch sie versuchte, sich zusammenzureißen. Ich muss tapfer sein. Ich muss tapfer sein. Eine Ewigkeit schien verstrichen zu sein, und zwischen ihnen stand immer noch dieser eine Satz. Wir müssen rausgehen, um in Ruhe sterben zu können. Keiner von ihnen konnte diesen Satz verinnerlichen. Als hätte jemand anderes für sie gesprochen, als wäre diese Aussage an andere Menschen gerichtet, nicht an sie. Und doch gab es keinen Ausweg. Clara war die Erste, die versuchte, sich in Bewegung zu setzen. Sie versuchte mit aller Macht, ihr taub gewordenes Bein anzuheben, es anzuspannen, um es an ihren Körper zu ziehen, damit sie einen Schritt nach vorne setzen konnte. Doch es gelang ihr nicht. Ihr Bein war wie aus Blei. Stattdessen bewegten sich ihre Arme, streckten sich vom Körper weg und stießen wie fremdgesteuert gegen die Männer, die ihr gegenüberstanden. Steffen heulte kurz auf. Ein winziger Schluchzer, den er zu unterdrücken versuchte, noch ehe die anderen ihn wahrnehmen konnten. Diese leichte Berührung Claras kalter Hand schmerzte auf seiner aschfahlen Haut. Der Schmerz hielt an, noch während er ebenfalls versuchte, seinen fast leblosen Körper zum Ausgang der halb ausgebrannten Fabrikhalle zu schieben. Die Balken, die vor Jahren vom Dach heruntergestürzt waren und ihnen jetzt den Weg versperrten, erleichterten ihnen keinesfalls den Marsch in den Tod. Sie mussten über sie hinüberklettern, und es kam ihnen so vor, als wären das nicht ihre Körper, die sie schwerfällig über die Balken legten, um sich dann mit dem Körpergewicht darüber zu beugen, damit sie auf der anderen Seite hinunterrutschen konnten. Clara hatte den Eindruck, sie würde sich von außen beobachten. Sie würde drei Untoten zuschauen, wie sie versuchten, ihre verwesenen Körper von den anderen wegzuschaffen, um ans Tageslicht zu gelangen. Das alles geschah fast in Zeitlupe. Wir werden jetzt hinauswandern aus der sicheren Fabrik, um zu sterben. Sie sah Steffens schweißnasse Stirn und das Licht darauf glänzen, und sie wusste, dass er die Schweißperle nicht einmal spüren konnte. Vermutlich war auch sie schon vom Fieber gepackt. Der dritte von ihnen, sie kannte nicht seinen Namen, oder hatte sie ihn vergessen, hatte bereits den Ausgang erreicht. Ein gespenstisches Loch in der Mauer, durch das die letzten Sonnenstrahlen dieses Tages drangen. Während sie und Steffen sich ebenfalls im Ausgang quälten, dachte sie an all die Menschen, die sie nie wiedersehen würde, an die Luft, die sie bald nicht mehr atmen könnte, an die Welt, die sie nie wieder erblicken dürfte, weil sie tot wäre. Das letzte Licht, das ich jemals sehen werde. Sie achtete nicht auf ihre schmerzenden Zehen, auf ihre mehligen Knochen, die sich bei jeder ihrer Bewegungen in ihr Fleisch zu bohren schienen.
auf ihren schwachen Atem, der schon fast erloschen zu sein schien. Sie spürte nur diese Lähmung ihres Körpers, über den sie nun keine Kontrolle mehr hatte. Sie hatte nur einen Wunsch. Raus hier, um in Ruhe sterben zu können. Wie es sich wohl anfühlt, das Sterben. Es war mehr ein Lallen als ein Sprechen. Denn seine Zunge fühlte sich dick und geschwollen an, wie ein fremdes Stück Fleisch, das nicht zu ihm zu gehören schien. Steffens Arme ruderten wild in der Luft, als er über den letzten Balken kroch und den Ausgang erreichte. Wenn sie nicht im Begriff des Sterbens gewesen wären, hätte sie vermutlich jetzt gelacht, denn es sah eher so aus, als würde Steffen versuchen, in Wackelpudding zu schwimmen, als zu laufen. Wenn du meinen Körper fragst, dann wird er sich bestimmt freuen, wenn das alles vorbei ist und wir endlich abkratzen. Und dann fügte er nach einem kurzen Augenblick hinzu. Aber ich habe Angst, Clara. Ich will nicht sterben. Sie schwieg. Sie hatte auch furchtbare Angst. Steffen, um den es am schlimmsten stand, würde mit aller Wahrscheinlichkeit zuerst abkratzen. Wenn sie sehen müsste, wie er sterben würde, dann wüsste sie auch, was auf sie zukommen würde. Und es würde definitiv ein Abkratzen werden. Diese Seuche hatte all die Menschen, die sie geliebt hatte, dahingerafft wie Vieh. Sie hatte Fremde auf der Straße dahinsiechen gesehen. Und es war kein schöner Anblick gewesen. Vielleicht hätte sie nicht mehr so viel Angst, wenn sie das Sterben vom ersten Moment an beobachten könnte. Sie wollte nicht sterben. Wer würde sie vermissen? Wer würde um sie weinen? Wer hätte die Kraft, jetzt noch um sie zu weinen? Die vielen Tage, die sie jetzt schon nicht zu Hause gewesen war, hatten vermutlich dafür gesorgt, dass man sie bereits für tot hielt. Niemand ihrer letzten Familienmitglieder würde da sein, wenn es gleich passierte. Sie würde kein Begräbnis erhalten. Man würde ihre Leichen später ganz anonym und unpersönlich verbrennen und niemand würde wissen, dass der zerfressene Körper dem Mädchen mit den fast schwarzen Augen gehört hatte. Keiner wäre da, um sie zu betrauern. Und das machte das Sterben noch schlimmer. Wie egoistisch. Steffen und der andere Mann starrten sie aus hohläugigen Schädeln an. Die Haut spannte sich über ihre Gesichter und das feuchte Haar hing in dünnen Strähnen vor ihren dunklen Augenhöhlen. Wir sind bereits tot. Dann erreichte auch sie den Ausgang. Sie wankten einige Meter, bis sie schließlich die Wiese erreichten, auf denen wilder Löwenzahn blühte und hohes Gras wucherte. Das ist ein schöner Platz zum Sterben. Sie starrten in die Ferne. Von dort irgendwoher war die Krankheit gekommen. Der Mann, dessen Namen sie nicht mehr wusste, streckte seine Hand aus, betrachtete sie eine Weile und führte sie dann zu dem Loch, der eigentlich sein Mund hätte sein müssen. Er strich sich über die zahnlose Höhle und seine Fingerkuppe wurde blutig. Wenn das Zahnfleisch anfängt zu bluten, dann schicken wir einen nach Hause. Wir schicken dich wieder weg und sagen dir, dass dein Körper jetzt anfängt, Antikörper zu bilden. Die werden eventuell die Zähne ausfallen. Aber du wirst weiterleben. In seinen Augen bemerkte Clara falsche Hoffnung. Hast du schon einmal von Heilung gehört? Sie sprach jetzt langsam. Der Fremde schüttelte sein fahles Gesicht. Es gibt keine Heilung. Steffen lallte und Clara sah das Zucken, das seine Muskeln durchfuhr. Es würde bei Steffen nicht mehr lange dauern. Deine Zähne fallen vielleicht aus, aber krepieren musst du trotzdem. Sie schicken dich nach Hause zum Sterben. Niemand hat es bisher überlebt. Niemand. Manchmal blutet das Zahnfleisch, manchmal auch nicht. Und sie bildete sich ein, einen metallischen Geschmack auf dem Stück Fleisch, das ihre Zunge gewesen war, zu schmecken. Wie lange noch? Fragte der Mann. Und dabei rann ein blutroter Pfad von seinen Lippen
und tropfte auf seine nackte Brust. Schweigen. Sie kannten die Antwort. Es konnte sich nur noch um Minuten handeln. Das Zahnfleischbluten war vielleicht später eingetroffen, aber der Kontrollverlust über Arme und Beine war bereits da. Und das war das letzte Zeichen. Steffen sank auf seine Knie. Gleich wird es passieren. Clara kniete sich neben ihn und ihr wurde schummrig. Sie wollte nicht alleine sterben. Sie wollte nicht, dass die beiden vor ihr starben. Und sie würde im hohen Gras liegen und ganz alleine auf den Tod warten müssen. Legen wir uns in einen Kreis, die Köpfe zusammen. Halten wir uns fest, damit niemand allein ist. Die Männer waren einverstanden. Sie quälten sich in diese Position, die Köpfe aneinander. Sie griffen nach ihren eiskalten Händen. Hätte Clara es nicht selbst gesehen, wüsste sie nicht, dass sie sich festhielten. Sie spürte weder ihre noch die Finger der anderen. Clara blickte in den strahlend blauen Himmel, während die Sonne langsam hinter den Gräsern verschwand. Ich werde nie wieder den Duft von frisch gewaschener Wäsche riechen können. Nie wieder die sanften Lippen von einem schönen Mann küssen. Nie wieder von den Sonnenstrahlen auf meinem Kopfkissen geweckt werden. Ich werde nie wieder. Wie viel Zeit verstrichen war, wusste sie nicht. Oder ob die anderen beiden noch lebten. Sie reckte ihren Kopf mit aller Macht und sah, dass diese ebenfalls mit aufgerissenen, blutunterlaufenen Augen in den Himmel starrten. Sie dachte noch, sie müsste sich schnell wieder dem Himmel zuwenden, damit ihr letzter Blick dem unendlichen Blau galt, bevor sie starb. Ihr Mund fühlte sich trocken an und das fremdartige Stück Fleisch in ihrem Mund rutschte etwas tiefer in ihre Kehle hinab. Ihr Mund stand offen, und sie hätte die Luft schmecken können, wenn nicht der furchtbare Atem der Verwesung aus ihrem Inneren nach außen gestoßen wäre. Ihr Kopf war ein unbeweglicher Stein geworden, den sie nicht mehr drehen konnte. Oh nein, bitte nicht. Ich möchte doch den Himmel sehen. Und dann sah sie ihn doch noch. Sah das Blau, sah die eine letzte Wolke am Himmel, die langsam über sie hinwegzog. Sie hatte Angst. Das Warten ist wohl das Schlimmste am Sterben. Sie spürte einen kühler werdenden Wind, der ihr den Schweiß auf der Haut trocknete. Ihr Herz hämmerte immer heftiger. Sie dachte noch an einen Bolzen, der sich immer schneller und schneller aus ihrem Körper herauszuhämmern schien. Sie spürte das Kribbeln in den Gelenken, die Schwere, die Schmerzen. Sie schmeckte das Blut. Ihre Augen brannten. Sie wollte sie kurz schließen, um sie mit einem Blinzeln zu befeuchten, doch sie waren stark geworden. Dann spürte sie einen kleinen Stich an ihrem Hals, doch sie reagierte schon nicht einmal mehr darauf. Wieder strich ein Wind über sie hinweg. Sie vergaß, dass die anderen beiden bei ihr waren. Sie vergaß, dass sie auf der Wiese lag, zwischen dem blühenden Löwenzahn. Sie nahm nur noch das Blau wahr. Blau. Die Hände zuckten noch einen Augenblick. Doch das spürte sie schon nicht mehr. Der Abspann flackerte über den Monitor, während das Bild der drei leblosen Körper immer kleiner wurde. Die Drohne, die die Sterbenden aufgezeichnet hatte, entfernte sich von den Infizierten. Bruno Masowski stellte das angefangene Bier auf den Beistelltisch neben seiner durchgesessenen Couch. Auf der Tischplatte glänzten die Abdrücke vorangegangener Bierflaschen. Die Oberfläche klebte bereits, doch Bruno sah keine Notwendigkeit darin, den Tisch irgendwann einmal zu reinigen. Mühsam rappelte er sich auf, hievte seinen Körper aus der Sitzkuhle und wankte zum Kühlschrank. Diese Sendung war besonders befriedigend für ihn gewesen. Er hatte das Mädchen sehr gern gehabt.
hatte viele Folgen mit ihr mit Spannung verfolgt, einige besonders gute Episoden hatte er sogar aufgezeichnet und immer wieder angeschaut. So lange, bis er jede Bewegung, jeden Augenaufschlag und jeden Atemzug von ihr auswendig kannte. Sie war schön gewesen, am Anfang jedenfalls. Ihr dunkles Haar hatte bei jeder Bewegung gewippt. Wenn sie gelächelt hatte, hatten sich Grübchen auf ihren Wangen gebildet. Oh, die hatte er geliebt. Und er hatte es geliebt, ihr beim Sterben zuzuschauen. Nun, wenn er ganz ehrlich war, bedauerte er ihren Tod. Sie war mutig gewesen, diszipliniert. Und vor allem war sie genau sein Typ Frau. Er wusste, bei so einer Frau hätte er nie eine Chance gehabt, nicht nur wegen ihrer niederen Herkunft, sondern auch, weil sie einfach zu perfekt gewesen war. Vielleicht empfand er deswegen ihren Tod als so befriedigend. Nun konnte sie ihn nicht mehr quälen mit ihrer unwiderstehlichen Ausstrahlung. Sie war tot, und er würde nie wieder eine neue Episode mit ihr sehen können. Er war Claras größter Fan gewesen. Bruno Masowski öffnete den Kühlschrank und starrte in das Innere. Das Bier war fast alle. Dort standen jetzt noch 3 Flaschen, ausreichend für heute Abend. Morgen müsste er das Haus verlassen, um neues Bier zu kaufen, und darauf hatte er keine Lust. Als seine Mutter noch gelebt hatte, war sie immer einkaufen gegangen. Auch wenn sie sein Bier rationiert hatte, hatte sie immer dafür gesorgt, dass er sein Bier bekam. Sie war eine grauenhafte Frau gewesen. Das aschgraue Haar streng nach hinten gekämmt, sah er sie jetzt noch in seinen Gedanken an der Spüle stehen und die Teller abwaschen. Mit dem geblümten Kleid, das sie oft getragen hatte, hatte sie wie eine Schönheit aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen ausgesehen. Sie war eine furchtbar strenge Frau gewesen. Sie hatte viel Wert darauf gelegt, dass er sich gepflegt ausdrückte, dass er sich täglich wusch und die Gartenarbeit erledigte. Sie hatte einen strengen Tagesplan, nach dem er sich richten musste. Früh aufstehen, früh schlafen. Bruno hatte nicht oft Hunger verspürt und als seine Mutter noch am Leben gewesen war, hatte er deutlich mehr auf den Rippen gehabt. Selbst heute, viele Jahre nach ihrem Tod, konnte er sich nicht als schlank bezeichnen. Im Gegenteil, er war fett, fett und kahlköpfig wie sein Vater. Und als sein Vater noch gelebt hatte, da hatten die Serien im Fernsehen angefangen. Seine Mutter hatte nicht viel davon gehalten und so mussten er und sein Vater immer heimlich die Serien schauen, wenn seine Mutter Mittagsschlaf gemacht hatte. Zu der Zeit liefen dann die weniger brutalen Serien. Kämpf bis zum Tod und ABC und Siechtum liefen deutlich später. Meistens hatten sie die Live-Übertragung aus anderen Sektoren geschaut, aus dem zum Beispiel, wo die Menschen sich fast bis zu Tode hungerten oder unermüdlich arbeiten mussten, bis sie ohnmächtig und kraftlos auf dem Fließband eingeschlafen und ihre Finger dann langsam bis zur Maschine gewandert waren, wo sie zerstückelt wurden. Diese Arbeitsunfälle waren zwar brutal und auch das Elend der abgemagerten Körper war furchtbar grausam gewesen, aber die wahren Highlights, wie Claras Schicksal und das ihrer Mitmenschen, waren noch faszinierender. Er griff mit seinen riesigen Händen nach einer Flasche und schloss den Kühlschrank. Die Werbung hatte eingesetzt und er konnte die lustige Melodie der Fernsehserie hören, die er in- und auswendig kannte. Er trottete zurück, öffnete dabei mit den Zähnen die Bierflasche und ließ sich auf die Couch fallen. Seid ihr alle bereit? Los geht's! ABC und Sichtung, ABC und Sichtung, ABC. Dreh dich nicht um, eines Tages kommst du um, ABC. Gleich bist du tot, ABC. Ja, so ist gut. Sterben macht ganz neuen Spaß, sei doch froh, bald ist vorbei. Quälen oder sterben, dann bist du frei. A, B, C und Sichtung. Nach
Nachdem seine Mutter damals für einige Tage weggefahren war, hatte er fast pausenlos mit seinem Vater vor dem Fernseher gesessen und fasziniert auf den flimmernden Bildschirm gestarrt. Grausamkeiten, die er sich nicht einmal in seiner perversesten Fantasie ausmalen konnte, wurden nämlich erst abends ausgestrahlt. Natürlich hätte er sie im Alter von 14 Jahren noch nicht sehen dürfen. Das Abendprogramm war erst für Jugendliche ab 16 gedacht. Aber sein Vater war froh über Brunos Gesellschaft gewesen. Und so hatten sie Tag und Nacht vor der Glotze verbracht. Und zwischen diesen brutalen Serien, den realen Tatsachen, waren immer wieder diese fröhlichen und lustigen Werbeclips eingeblendet worden, die das Publikum vor den Fernsehern bei Laune halten sollten. Wer dankbar und zufrieden ist, hat mehr von dem, was er hat. Ein strahlender Sonnenaufgang am Meer wurde gezeigt. Sie sind glücklich. Glück und Zufriedenheit ist so selten geworden, dass die, die es erleben, zu Göttern werden können. Diese Art von Propaganda war in der ganzen Stadt zu sehen und zu hören. Es gab ganze Glückszeitschriften, die sich mit Zufriedenheit beschäftigten. Auf den Arbeitsstätten der Bevölkerung prangten große Werbebanner mit lachenden Kindergesichtern und darunter der Slogan: Das ganze Leben ist ein großer Kindergeburtstag. Er hat es auch in der Schule gelernt. Smile and be happy, and your biggest dreams will come true. Bruno Masowski wusste nicht genau, was Glück und Zufriedenheit genau bedeutete. In der Schule hatten sie die Lehren von Aristoteles behandelt und das Glück definiert. Ein sinnvolles und gelungenes Leben, Tugendhaftigkeit, Funktionalität in der Gesellschaft. Auch Kant hatte es niedergeschrieben. Man müsse positiv denken, hatte Protagoras, Philosoph der Neuzeit, gesagt. Man müsse einfach lächeln und wissen, dass man alles hätte. Und dann würde man auch bekommen, was einem fehle. Und Protagoras wurde sehr oft zitiert. Die meisten Werbebanner hatte er entworfen. All seine Bücher waren auf der Bestsellerliste. Das Glück zieht man an, wenn man daran denkt. Ehrlichkeit, Vertrauen und Sittsamkeit würden das Glück ins Haus locken. Und ein Lächeln öffnet allem die Tür. Protagoras war auch der gewesen, der diese Bücher niedergeschrieben hatte. Diese Bücher, die sie im Fernsehen vorlasen und die auch Masowski in der Schule durchgearbeitet hatte. Es gibt genug von allem auf der Erde. Glück, Geld, Liebe. Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und je mehr Glück es gibt, desto mehr Unglück gibt es auch. Aber wir, die Elite, die Guten, die friedlichen Menschen, sollten solche Dinge nicht erfahren. Und dafür wurden die Sektoren gegründet. Das war die Einleitung eines jeden Buches, das Protagoras geschrieben hatte. Bruno kannte sie alle auswendig. Dennoch wusste er nicht, was Glück war. Was Unglück war, sah er im Fernsehen. Er sah, was Hunger bedeutete. Unglück, Trauer, Schmerz. Aber all das konnte er selbst nicht fühlen. Was war Liebe? Das erregende Gefühl, das er bekommen hatte, als er Clara zum ersten Mal gesehen hatte, ja, das war vielleicht Liebe. Seine Clara. Und er meinte auch, wenn ihre Serie im Fernsehen ausgestrahlt worden war, könnte er vielleicht ahnen, was Glück wäre. Nicht das, was auf den Bannern stand, sondern das, was in seinem Inneren passierte. Und das, was es mit seinem Körper machte. Sterben macht ganz neuen Spaß, deine Vorbeit ist vorbei, quälend oder sterben, dann bist du frei. A, B, C und Sichtung. Bum, bum. George Barry grinste in die Kamera, als Bruno aus seinen Gedanken gerissen wurde. Er zeigte ein strahlend weißes Lächeln, als er verkündete: Sch-
schalten Sie auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Staffel von ABC und Siechtum. Diesmal haben wir etwas ganz Spannendes für Sie parat. Dabei erfolgte eine Blende und ein abgebranntes Haus erschien. Die Kamera glitt durch eine zersprungene Fensterscheibe und filmte das Gesicht einer alten Frau. In ihren Armen hielt sie ein Bündel, in dem ein regloser Babykörper eingewickelt worden war. Tränen liefen über die Wangen der Alten. Nur schwach konnte der Zuschauer ein zischendes Geräusch wahrnehmen. Dann eine Nahaufnahme auf ihre faltige Wange. Die Tränenflüssigkeit verwandelte sich in eine dampfende Flüssigkeit und brannte sich in die Haut der alten Frau. Die Frau schrie auf. Menschen, die sich selbst verätzen. Tränen verwandeln sich in Säure. Doch das wird ihre Probleme weniger auflösen als ihre Haut. Er lachte über dieses Wortspiel. Erleben Sie morgen, welche Körperflüssigkeiten noch zu einer hochgiftigen Substanz werden können und die Menschen nach und nach zerstört. Barrys Grinsen wieder. ABC und Siechtum bietet Ihnen ein Spektakel der ganz besonderen Art. Dann wurden weitere Menschen gezeigt. Narben zeichnen sich auf ihren Körpern ab. Vor allem unter den Augen wurde das Narbengewebe besonders deutlich. Masowski grunzte. Und für alle Fans von Clara aus unserer letzten Staffel haben wir auch noch ein Highlight. Bonus Herz machte einen Satz. Die Kamera schwenkte auf die Wiese mit dem Löwenzahn. Das Gras wippte im leichten Wind, als das Bild weiter hereinzoomte. Clara, unsere tapfere Heldin aus der letzten Staffel, lassen wir so einfach natürlich nicht dahin siechen. Das Mädchen hat so tapfer gekämpft und unsere Zuschauer haben während der letzten Folge eindeutig für sie gewotet. Tatsächlich gab es diese Möglichkeit. Zum Finale einer Staffel hatten die Zuschauer die Möglichkeit, über das Schicksal der dahinsiechenden Kandidaten zu entscheiden. Ein Text wurde eingeblendet und verkündete den Gewinner des heutigen Votings. Wir haben Sie gefragt, welcher unserer Kandidaten überleben sollte, wenn unser Glücksrad sich für Sie dreht. Und Ihre Abstimmung ist ganz eindeutig gewesen. Claras leerer Blick. Der Wind strich durch ihre dunklen Locken. Masowski setzte sich aufrecht in seinen Sessel und starrte wie gebannt auf den Fernseher. Clara darf weitermachen. Sie wollen Clara? Wir geben Ihnen Clara. Schalten Sie ein und erleben Sie das spektakuläre Comeback dieses Kandidaten. Aufgepäppelt und mit Medikamenten zugedröhnt, erhält sie eine neue Chance, dahin zu siechen. Und Sie, verehrte Zuschauer, können direkt dabei sein. Eine animierte Explosion vor ihrem leeren Blick. Dann erschien das Logo. ABC und Siechtum. Bruno starrte ungläubig auf den Fernseher und seine Glubschaugen traten ein wenig mehr aus seinen Augenhöhlen. Sie hat überlebt. Diese kleine Schlampe hat überlebt. Die kleine Schlampe hat überlebt. Er jauchzte vor Freude. Und dabei schämte er sich gar nicht, diesen Ausdruck zu verwenden. Über eine von ihnen durfte er so sprechen. Das durfte jeder. Die Weiber von ihnen waren Schlampen, Gören, Fotzen. Die Männer waren allesamt Mistkerle und Drecksäcke. Sie waren diejenigen, die es verdienten. Und deswegen durfte man sie auch so bezeichnen. Und da konnte auch seine tote Mutter sich 5-mal im Grabe umdrehen und man durfte es trotzdem sagen. Sie durfte man so bezeichnen. Sie waren Unterhaltungsvieh. Mit einer ungewöhnlichen Leichtigkeit sprang er von seiner Couch auf und tänzelte im Zimmer umher. Er stieß dabei die Bierflaschen um. Gelbe Brühe schwappte auf den dreckigen Teppich. Doch das war Bruno Masowski egal. Er trat lachend gegen die nun halbleere Flasche und sang immer wieder: Die kleine Schlampe hat überlebt. Dann hielt er inne. Was werden Sie wohl mit ihr machen? Er klatschte in die Hände wie ein kleines Kind. Oh, ich weiß, Sie werden sie auch anstecken mit dieser ätzenden Krankheit. Mit der, die den ganzen Körper verätzt, wenn sie weinen. Und Clara hat so viel Mitgefühl mit den Sterbenden, dass sie oft weinen wird. Dann wird ihr schönes Gesicht nicht mehr so schön sein. Nein, das wird es ganz bestimmt nicht mehr. Oder
oder sie werden sie erst einmal so richtig leiden lassen. Ihr werdet die Zähne ausfallen, bis sie hässlich ist und sie niemand mehr anschauen will. Und dann werden sie sie verhungern lassen. Oh, sie wird zu den Kranken gebracht. Und da wird sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen anstecken. Weil diese kleine Schlampe ja immer allen helfen will. Ich bin Clara und ich möchte euch helfen. Darf ich die Kranken pflegen? Lass mich schnell Wasser holen. Oh, du musst tapfer sein. Wieder tänzelte er um seine stinkende Couch. Clara, die Fotze lebt. Diese kleine Hure lebt. Das wird was. Das wird was. Er warf einen kurzen Blick auf das Telefon am anderen Ende des Zimmers. Ich muss sie anrufen. Ich muss sie anrufen. Ich muss Mara anrufen und sie herbestellen. Und das feiern. Als er sagte, er müsse Mara anrufen, meinte er damit, er müsse bei Come and Go anrufen und sich Mara nach Hause liefern lassen. An diesem Abend würden die Geschäfte bei Come and Go sicher super laufen. Die Leitungen würden heiß laufen. Es würde sicherlich viele einsame Männer dort draußen geben, die bei der Rückkehr von Clara, Clara der kleinen Schlampe, feiern würden. Er wählte die Hotline und eine Dame am anderen Ende der Leitung meldete sich. Ich bin es, Bruno. Bruno Masowski. Guten Abend, Mr. Masowski. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich habe Sie an Ihrer Rufnummer bereits identifiziert. Darf es heute etwas Besonderes sein? Sie möchten doch sicherlich gerne anlässlich des heutigen Tagesereignisses etwas Besonderes haben. Wir hätten auf Ihre Bedürfnisse angepasst zwei junge... Mara! Ich möchte Mara haben! Sehr gerne, Mr. Masowski. Mara ist heute noch erhältlich. Wir werden sie vorbereiten. Möchten Sie sie abholen oder... Nein! Bringen Sie sie zu mir! Ich will das Haus heute nicht mehr verlassen. Sehr gerne. Und bitte ziehen Sie sie schick an. Schicken Sie auch eine Flasche von Prosar mit. Ich möchte es heute richtig krachen lassen. Natürlich. Wir buchen wie gewohnt von Ihrem Konto ab. Andernfalls können Sie auch direkt bar an der Haustür... Nein, buchen Sie ab. Ich habe kein Bargeld hier. Und setzen Sie ihr die Perücke auf. Die schwarze mit den Locken. Eine kurze Pause. Dann antwortete die Telefonistin. Ich habe jetzt 3 Stunden gebucht. Wenn Sie verlängern möchten, drücken Sie einfach die 1 auf Ihrem Telefon. Vielen Dank. Seine Stimme wurde vor Erregung schrill. Dann legte er auf, setzte sich auf die Couch und wartete. Nun konnte er sich nicht mehr auf das Fernsehprogramm konzentrieren. Er spürte Erregung, Druck, den er abbauen musste. Und das konnte er nur mit Maras Hilfe tun. An seinen Lenden kribbelte es bereits unaufhörlich und er ertrug das Warten kaum noch. Bestellungen, die man bei Come and Go aufgeben konnte, waren fabelhaft. Mit nur einem Anruf konnte man sich direkt ein Mädchen nach Hause bestellen und für einen kurzen Augenblick die vollständige Kontrolle über sie erlangen. Man konnte mit ihnen tun, was man wollte. Man konnte sie zusehen lassen, wie ihre Familien dort im Fernsehen verhungerten. Man konnte sie anschreien und schlagen. Und man konnte sich an ihnen vergehen. Man konnte ihnen zeigen, wie stark man selbst war, welche Kraft man in seinen Armen hatte, wenn die Kraft zwischen den Beinen schon lange erloschen war. Nur eine Bedingung schwebte über diesem Angebot. Geben Sie die bestellte Ware wieder so zurück, wie Sie sie auch vorfinden möchten. Das macht es nicht leicht. Es macht es schon gar nicht leicht, sich manchmal zusammenzureißen, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Er wusste, wenn er Mara etwas Bleibendes antat, würde er sie ersetzen müssen. Wenn er es rechtzeitig anmeldete und eine fast unbezahlbare Summe für seine Verhältnisse von seinem Konto abbuchen ließ, könnte er wirklich alles mit ihr anstellen.
aber das wollte er nicht. Er wollte nur ein wenig spielen, Druck abbauen und Macht ausüben. Die Werbung kreischte fröhlich. Lachende Kinder erschienen. Propaganda für Eden, seine Stadt. Carpe diem, nutze den Tag. Eine Frau auf einer Blumenwiese. Die Sonne scheint in unseren Herzen. Endlose Palmenstrände. Doch von all dem bekam Masowski nichts mehr mit. Das Kribbeln machte ihn verrückt. Die Schlampe lebt. Sie lebt. Er streifte seine Jogginghose ab und ließ sie achtlos auf dem Boden liegen. Dann schrillte die Klingel. Sein Herz hämmerte. Myra. Er riss die Tür auf. Ein uniformierter Wachmann legte kurz die Hand an seinen Hut, dann machte er eine nickende Kopfbewegung in Richtung der verhüllten Frau hinter ihm. Guten Abend, Masowski. Na, heute die Sau rauslassen? Er starrte kurz auf die nackten Oberschenkel des Kahlköpfigen. Aber sicher doch. Ich kann es kaum noch erwarten. Ein breites Grinsen wurde dem Beamten erwidert. Na dann, Myra. Geh rein. Los, mach schon. Und dabei gab er der Frau mit der übergroßen Kapuze einen Stoß. Sie bewegte sich langsam auf Masowski zu und dieser machte einen Schritt beiseite, damit sie ins Dunkle des Hauses eintreten konnte. Gerade wollte der Beamte noch etwas sagen, als Masowski schon die Haustür vor seiner Nase zuknallte. Er näherte sich Myra und zog ihr langsam die Kapuze vom Kopf. Eine Welle aus dunklen Locken wurde sichtbar. Sie trägt die Perücke. Masowski konnte kaum noch an sich halten. Myra wandte sich von ihm ab. Sie war stocksteif. Leg die Klamotten ab. Geh ins Schlafzimmer. Stumm knöpfte sie den langen Mantel auf und streifte ihn sich von den Schultern. Masowski berührte ihre gebräunte Haut. Myra zuckte nicht zusammen. Stattdessen starrte sie weiter stumm an die Wand. Er riss ihr die Flasche Prosa aus der Hand und schob Myra eilig ins stickige Schlafzimmer. Ihr nacktes Gesäß glänzte in dem fahlen Licht der Nachttischlampe. Masowski warf die Flasche in die Ecke auf einen Kleiderstapel und zog sich die Unterhose herunter. Er keuchte aufgeregt. Myra kannte das bereits. Immer noch schweigend kniete sie sich vornüber auf das Bett. Bis jetzt hatte sie ihn nicht einmal angeschaut. Aber das musste sie auch nicht. Sie wusste, wie er aussah, und er erwartete nur selten eine Reaktion von ihr. Masowski trat langsam auf sie zu und begrapschte sie, riss ihre Schenkel auseinander und grub eine Hand in die dichten Locken, während er sich grub und sie hineinrammte. Myra zuckte zusammen. Doch sie sagte noch immer nichts. Ihm war es egal. Clara lebt. Und ich hab sie hier direkt bei mir im Schlafzimmer. Oh, diese kleine Fotze werde ich jetzt fecken. Ich werde sie mir nehmen, nachdem sie mich 1000 Stunden vor dem Fernseher verrückt gemacht hat. Ich werde ihr zeigen, wie verrückt sie mich macht mit ihren Augen und ihrer Stimme und ihrem Körper. Ja, ihr Körper gehört jetzt mir und ich werde ihn mir nehmen. Er keuchte stärker, während er immer heftiger an den Locken zog, das weiche Haar spürte und die Augen schloss. Er bäumte sich auf. Schweißperlen tropften von der speckigen Bauchmasse. Sie schwabbelte hin und her und der Schweiß rann ihm in die Narben, die durch seine Fettleibigkeit entstanden waren. Er hielt es nicht länger, konnte es nicht länger halten. Mit einem lauten Seufzer krachte er auf Myra und ergoss sich in ihrem Körper, als er sie unter seiner schweren Masse begrub.